at Wash. Oh, es ist einiges passiert. Ich war viele Auftritte noch gemacht. Ich habe in Trier den Comedy Slam gewonnen, habe im Dezember, bin krankheitsweise eingesprungen in Stuttgart beim Comedy Clash, habe den auch noch gewonnen. Und es läuft ganz gut, ja. Also hier natürlich super bei Nightwash und ab da, also es war wirklich ein Sprungbrett, ja. Ja, ich bin gespannt, was dieses Jahr jetzt noch bringt. Also es ist natürlich, ihr habt es gemerkt, das ist ein Platz mit Strahlkraft einfach. Letztendlich hier wird man dann noch mehr wahrgenommen, letztendlich auch über den Internetkanal und so. Ich habe gesehen, okay, das Video hat 5000 Klicks, also es ist schön. Freue mich da, ja. Aber die finden es cool. Die finden es richtig cool. Der Große hat jetzt auch mich als Hintergrundbild an seinem Handy. Ja, und das ist, muss ich dann schon schmunzeln, ja, weil es ist ja, ich erzähle ja doch auch einiges für sie. Und mir war es dann auch wichtig, dass sie mich tatsächlich mal sehen, was ich auch für sie von ihnen so erzähle und ob das okay für sie ist. Ja. Ich bin, glaube ich, beides immer dann, wenn es drauf ankommt. Ja. Also ich glaube, es gibt Sachen, da bin ich locker, weil ich selber weiß, wie es ist, klein zu sein. Aber natürlich habe ich auch so Standardsprüche wie Schule geht vor und da habe ich mich dann selber dabei, wo ich dann streng bin. Ja. Ich glaube, es geht gar nicht drum, nebenher Gags zu schreiben. Es ist, glaube ich, auch keine Entscheidung, Comedian zu sein. Man ist Comedian irgendwie immer und letztendlich mit dem Kopf, den ich habe, laufe ich ständig durch die Welt und es ist dann nur manchmal den Moment, das aufzuschreiben, ist eigentlich das Wenigste, weil den Kopf habe ich die ganze Zeit auf den Schultern. Ja. Also ich sehe die Dinge eigentlich ständig. Ja. Also von daher kein Zeitproblem. Ja. Also so diese kleinen Momente, wo man dann merkt, okay, oh, da war ich mal wieder blöd oder da bin ich gescheitert. Ja, genau, der Alltag. Weniger. Ich glaube, ich kann es nicht ganz verbergen, versuche es auch nicht ganz zu verbergen, wie jetzt der Oettinger, der versucht Hochdeutsch zu reden, aber ich spreche Hochschwäbisch, sage ich immer. Aber es war tatsächlich so, ich hatte mal einen Auftritt in Berlin, da ist es schon schwerer, als Schwabe gemocht zu werden, ja, durchaus. es gibt Louis C.K. als amerikanischer Comedian, den ich großartig finde, weil er halt dann auch dahin geht in die Dinge, die er erzählt, wirklich von seinen Ängsten, von seinem Scheitern, wirklich dort, ja, wo man als Mensch sich schwer tut. Und für mich ist darüber zu lachen, die Momente, wo uns einem schwerfällt, das irgendwie heiter zu nehmen, das Leben heiterer zu nehmen. Da ist Louis C.K. ein Vorbild, ja. Nightwash wäre für mich der zweite Tipp. Der erste Tipp wäre, viel aufzutreten. Geh auf die Bühne, tu es einfach und merk, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist am Anfang schwierig, also auftreten, 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 das ist mein Tipp. Diverse Auftritte in Stuttgart habe ich diverse Auftritte, wo ich auch Veranstaltungen jetzt moderiere. Das ist natürlich auch nochmal eine neue Erfahrung, aber auch hier in NRW diverse Termine. Also auf meiner Facebook-Seite habe ich die